Nach 6 Wochen in der Wurfhöhle dürfen die 4 Tigerjungen zum ersten Mal ihr Außengehege erkunden. Mutter Maruschka freut sich über den größeren Aktionsradius. Ihr Nachwuchs ist dagegen noch etwas zögerlich und wagt sich nur tatzenweise voran. Immer auf der Suche nach der sicheren Nähe ihrer aufmerksamen Mutter. War natürlich eine sehr große Überraschung. Ich hätte jetzt sicher mit gerechnet, dass Jascha beim ersten Deckversuch dann halt schon, dass das dann alles klappt. Auch die Kollegin aus Schweden, aus Nordens Ark, da wo Jascha herkommt, als ich der das geschrieben hatte, die war halt auch total begeistert darüber und hatte das auch eigentlich nicht geglaubt oder gedacht, dass das halt so früh passiert. Er war ja noch nicht mal 2 Jahre alt. In der Natur sagt man eigentlich, dass sie mit 3 bis 4 Jahren geschlechtsreif sind, aber da kann man ja davon ausgehen, dass es in Zoos ja doch deutlich früher ist. 15 Jahre ist es her, dass der Tierpark Hagenbeck Tigernachwuchs präsentieren konnte. Vor mehr als einem Jahr kam dann Kater Jascha aus Schweden nach Hamburg. Und vor exakt 12 Monaten feierten die beiden ihr erstes Kennenlernen im großen Tigergehege. Am 15. Juni dieses Jahres war es dann soweit. Die 5 Jahre alte Maruschka brachte 4 gesunde Welpen auf die Welt. 2 Jungs und 2 Mädchen. Die 4 Jungtiere, im Moment ist es halt noch schwer zu sagen, welchen Charakter sie später haben werden. Also wir haben einen Kandidaten dabei, ein Junge, der wiegt aktuell 8 Kilo, die anderen 3 nur 6 Kilo. Das ist auch der Kandidat, der dann halt schon eher dann halt ein bisschen mutiger ist. Der andere Junge, der ist ein bisschen zurückhaltender, macht zumindest zurzeit den Eindruck. Und die beiden Mädels waren jetzt halt doch sehr kratzbürstig gewesen. Da gucken wir mal, wie die beiden sich machen. Unterscheiden kann Tierpfleger Tobias Taraber seine getigerten Schützlinge noch nicht. Das mutigste der Jungtiere sammelte bereits Erfahrungen mit dem kalten Wasser in dem kleinen Teich, aus dem der Tierpfleger vorsorglich das meiste Wasser zu einer ungefährlichen Pfütze hatte ablaufen lassen. Währenddessen versucht sein Bruder, die natürlichen Hindernisse der neuen und bisher noch unbekannten Behausung zu erkunden. Ein dritter Tiger traut sich schon ganz nah an den Zaun und die staunenden Besucher heran. Zu nah findet Mutter Maruschka und transportiert die vorwitzigsten ihrer Kinder behutsam wieder in die Nähe der Wurfhöhle. Ebenso vorsichtig wie instinktgesteuert packt sie ihr Junges im Nacken, wodurch dies in eine Starre fällt, die der Mutter den Transport des 6 Kilo schweren Tigerbündels erleichtert. Von jetzt an bleibt der Schieber in das Innengehege der Tiger geöffnet, sodass die beeindruckenden Raubkatzen selbst entscheiden können, ob und wann sie sich den wartenden Zuschauern präsentieren. Voraussagen, wann die Sichtung der Katzen am wahrscheinlichsten ist, sind leider nicht möglich.